liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Diskussionssendung Kurz und Bündig. Zum heutigen Thema Frauen regieren die Schweiz äussert sich die Fraktionschefin von der FDP im Nationalrat, Frau Gabi Huber, SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli und die Veronika Grütter, quasi als Frau von der Strasse, die hier bei uns ist. Wie sagen Sie mir? Ja, ihr seid ja da quasi als Bürgerin. Ich bin alleinerziehende Mutter von einem 43-jährigen Sohn und nicht eine Frau von der Strasse. Ganz richtig. Frau Huber, der Nationalrat präsidiert Pascal Bruderer, der Ständerat Erika Forster, Bundespräsidentin wird Doris Leuthard, in jedem Gremium eine Frau an der Spitze. Das findet ihr, wenn ich so darf sagen, ja sicher Spitze. Das ist vor allem ein grosser Erfolg für unsere freisinnige Partei, die mit der Erika Forster ein Drittel von diesen drei Sitzen stellt. Das ist ein weiterer Beweis, dass die FDP Anrecht hat auf mindestens zwei Bundesratssitze. Ich nehme an, Herr Mörgeli, das seht ihr anders. Bevor wir hier im grossen Jubel ausbrechen über die starke Frauenvertretung, möchte ich daran erinnern, dass mit dem skandalösen Putsch gegen den Herrn Bundesrat Blocher, der beste und kompetenteste Frauenvertreter, abgewählt worden ist. Der Blocher ist eindeutig ein Mann. Das sieht man schon. Ja, um das geht es jetzt nicht, Frau Bundesrat. Sie mich nicht immer unterbrechen. Das gehört sich einfach nicht, junger Mann. Die Frau Dritter hat recht, der Herr Blocher ist ein Mann. Wenn der Herr Mörgeli das ändern will, könnte sie jederzeit im Nationalrat eine Motion einreichen. Mit einer Motion ein motzen. Herr Mörgeli, Spass beiseite. Freut ihr mich denn gar nicht, dass jetzt Frauen die drei höchsten Ämter besetzen? Es ist nicht als richtig, dass Frauen im Sinne von einer Wiedergutmachung ihre Verantwortung wahrnehmen. Schließlich gehören sie zumindest krankenversicherungstechnisch zu den schlechten Risiken. Konkret heisst das, sie sind unsere Sozialschmarotzerinnen. Verstehen Sie? Das mag für die Frau Bruder so zutreffen, aber sicher nicht für unsere Erika Forster. Wir Freisinnigen verstehen dies nicht als schlechte, sondern als klar erkennbare Risiken. Das zeigt das Beispiel von Hans-Rudi Merz. Das ist doch auch wieder ein Mann. Es gibt Leute, die das bestreiten. Also das Wichtigste für eine Frau in der Politik ist einfach, dass sie ihre Mütterlichkeit nicht verlieren, dass sie nicht unweiblich werden. Das verstehe ich, Frau Grütter, sehr gut. Sie erinnert mich an eine wichtige Schweizer Frau. Der Nachname tut nicht so Sache wie Vorname heisst sie Silvia. Bei den nächsten Bundesratsersatzwahlen wird sie die SVP-Fraktion als beste Bundesratsgattin portieren. Das war ein schönes Schlusswort. Für den Bundesrat kommt das erste Mal wieder der Kanton Uri dran. Wir haben dort eine Kandidatur, die Bundesrat und Gattin miteinander verbindet. Sehr schön. Für mich kommt da also nur Emilie Lieberherr in Frage. Das ist kurz und bündig. Sollen Sie mich nicht immer unterbrechen? So, Schluss jetzt. Schönen Abend miteinander.